Danke. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Margit Stump, ich bin Kandidatin für den Wahlkreis Aalen-Heidenheim. Grün, Frau vom Lande, das ist die Perspektive, aus der ich meinen Alltag erlebe und Politik wahrnehme. Ich bin auf einem Bauernhof im ländlichen Oberschwaben aufgewachsen. Die Probleme kleiner Betriebe und das Spannungsfeld von konventioneller und ökologischer Landwirtschaft habe ich als Jugendliche hautnah erlebt. Nach einer Ausbildung zur Hauswirtschafterin und dem anschließenden Abitur habe ich ohne Unterstützung aus dem Elternhaus Ingenieurswissenschaften studiert. Im Strahlenlabor ist meine Überzeugung gereift, dass die Kernspaltung technisch und gesellschaftlich ein Irrweg ist. 50 Jahre Energie, dafür 500.000 Jahre Risiko und Verantwortung. Ein Wahnsinn. Trotzdem, als Ingenieurin bin ich überzeugt davon, dass der intelligente Einsatz von Technik unverzichtbar ist, um die Konflikte von Mensch und Umwelt zu überwinden. Im Beruf habe ich aber auch früh die gläserne Decke gespürt. Erst die Vorbehalte gegen eine schon verheiratete Jungingenieurin, dann gegenüber einer berufstätigen Mutter. Sie sind mir nicht nur im Betrieb, sondern überall dort begegnet, wo wir nach geeigneten Betreuungsmöglichkeiten für unser Kind, später für unsere beiden Kinder gesucht haben. Die Summe dieser Erfahrungen haben mich geradezu in die Politik getrieben. Es ist meine Überzeugung, dass alle Menschen gleiche Chancen haben müssen. Im Rahmen der Demokratie, mit Respekt vor der Umwelt und im Hinblick auf die Rechte künftiger Generationen, muss jede und jeder das Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten können. Ich engagiere mich politisch, weil ich will, dass diese Chancengleichheit endlich Realität wird. Aus dieser Überzeugung und aus meiner Biografie ergeben sich meine wesentlichen Themen: Soziales, Wirtschaft, Infrastruktur und vor allem Energiepolitik. Ich bewerbe mich auch deshalb um diesen Listenplatz, weil gerade im ländlichen Raum in der kommenden Legislaturperiode wesentliche grüne Ziele entschieden werden. Soziale Wende, Verkehrswende und primär die Energiewende. Gerade hier, wo der Volksmund sagt, dass ein Besen ins Amt gewählt wird, wenn die CDU ihn nominiert, das gilt leider immer noch, Katrin, gerade dort entscheidet sich, ob die Energiewende gelingt. Es mag in Karlsruhe und Mannheim etliche Photovoltaikanlagen auf den Dächern geben, aber es wird keine Biogasanlage neben dem Freiburger Münster und kein Windrad neben dem Fernsehturm in Stuttgart stehen. Raum dafür ist in Oberschwaben, in meiner Herkunftsregion Ostwürttemberg und im Schwarzwald, denn hier weht der Wind. Vor Ort warnen jedoch die schwarzen Landes- und Bundespolitiker jetzt schon vor dem zu überstürzten Ausbau der Windenergie, noch bevor eine einzige weitere Anlage genehmigt ist. Viele Bürgerbeteiligungsanlagen sind in Vorbereitung, deren Realisierung unter anderem durch die Änderung des Gesellschaftsrechts durch Schwarz-Gelb durch die Hintertür verhindert werden soll. Inhaltlich haben wir den windigen Argumenten dieser Konzernlobbyisten aus Berlin eine ganze Menge entgegenzusetzen. Leider sind die ländlichen Randgebiete Baden-Württembergs in Bezug auf grüne Mandate ein weißer Fleck oder besser schwarzes Loch. Großflächig kein grünes Bundestagsmandat, in meinem Wahlkreis zudem kein grünes Landtagsmandat. Die einzige Verbindung nach Stuttgart läuft über mich als Mitglied im GAA-Vorstand. Rein ehrenamtlich treiben wir grüne Ziele wie die Energiewende voran, gegen einen an Ämtern und Strukturen übermächtigen politischen Gegner. Ähnliches gilt für die Verkehrswende. Wer schon einmal in einem Gremium von Dienstwagenfahrern über die Strukturen des öffentlichen Nahverkehrs diskutiert hat, kennt die Widrigkeiten. Wenn Jürgen Trittin formuliert, wir Grünen stellen uns den Mühen der Realität, dann wissen wir im ländlichen Raum ganz genau, wovon er spricht. Dennoch, die Menschen auf dem Land sind auf dem Sprung. Katrin Göring-Eckardt hat recht. Die Menschen auf dem Land denken und handeln grüner, als sie noch wählen. Bei uns werden fast 20% der landwirtschaftlich genutzten Fläche biologisch bewirtschaftet. Die Hidden Champions verdienen mit Wasserkraftturbinen, als Zulieferer für Windenergieanlagen und als Produzenten für energieeffiziente Technologie gutes Geld. Grüne Ideen sichern qualifizierte Arbeitsplätze.
Liebe Freundinnen und Freunde, Land und Tablet schließen sich genauso wenig aus wie Frau und Technik. Urbanität auf dem Land ist möglich. Diese Selbstverständlichkeit muss endlich in die Köpfe. Allerdings repräsentiert der Präsident der IHK aus Württembergs den Mainstream, wenn er mir gegenüber äußert, die Grünen sind halt eine Partei der Städter. Ich sage, auch, aber nicht nur. In einem Land, in dem die Schwarzen immer noch wundenleckend die Hoheit über den Stammtischen verteidigen und es den Roten auf den einen oder anderen Bauern nicht ankommt, haben wir Antworten auf die Probleme in der Stadt und auf dem Land. Wir haben die Antworten, aber dafür kein Gesicht. Gerade auf dem Land wollen die Menschen jemanden, der ihren Alltag kennt und weiß, wie es dort zugeht. Über ein Drittel der Baden-Württemberger leben im ländlichen Raum. Bundesweit ist es die Hälfte. Wenn wir Grünen mit unseren Zielen weiterkommen wollen, müssen wir diese Menschen mitnehmen. Dies entspricht meiner Erfahrung. 1999 wurde ich mit einem Ausgleichsmandat zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt, obwohl wir eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hatten, obwohl ich als Mutter in Vollzeit tätig war, obwohl mein Mann Elternzeit nehmen musste, obwohl wir mit dem Rat zur Arbeit fuhren. Bei der letzten Kommunalwahl bin ich im gleichen Umfeld Stimmkönigin geworden, weil ich mich für den Breitbandausbau engagiere, weil ich für den Ausbau von Windkraft werbe, weil ich für bedarfsgerechte Kinderbetreuung streite und vielleicht auch, weil meine Kinder in dieser Zeit fröhliche Menschen geworden sind und ich immer noch mit dem gleichen Mann verheiratet bin. Ich setze mich seit Jahren mit meiner ganzen Kraft für die Akzeptanz grüner Politik, für die Verwirklichung grüner Ziele in meinem ländlichen Umfeld ein. Wenn da angesichts meiner Statur Zweifel an den Kapazitäten kommen, dem sei gesagt, mein Wirkungsgrad ist beachtlich. Der würde jeden Kraftwerksbetreiber vor Neid erblassen werden. Ich kann eine Diskussion nicht nur rocken, ich kann auch Jive und ich kann auch Polka. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.